herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut und wenn nicht, dann schicke ich euch ein bisschen Liebe und hoffe, dass euer Tag etwas schöner wird. Denn heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Es wird immer besser und zwar ein Slime-Video. Hat noch keiner hier auf YouTube gemacht. Aber stopp! Ich werde euch nämlich erklären, wie euer Slime auf jeden Fall zu 100%ig jedes Mal funktioniert. Denn ich werde euch erklären, wie Slime überhaupt entsteht. Denn danach werdet ihr jeden auslachen, der ungefähr immer so bei der Slime-Herstellung aussah. Ernsthaft? Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Kleiner Einschub, mir ging es genauso. Ich habe ewig lang keinen Slime hinbekommen. Aus diesem Grund jetzt die Lösung, wie euer Slime immer funktioniert. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Jeden Freitag um 13.30 Uhr kommen neue DIYs online. Aus diesem Grund solltet ihr den Kanal sehr, sehr gerne abonnieren, falls ihr noch nicht Teil unserer coolen Community seid. Denn ich sag euch, es lohnt sich. Hier gibt es ein bisschen Glitzer, hier gibt es immer DIYs und Dienstag 13.30 Uhr gibt es dann auch noch coole Hacks im Test. So, los geht's zu dem Weg zum Glück zu eurem perfekten Slime. Woraus entsteht eigentlich Slime? Slime entsteht aus PVA und Borat. Die Reaktion muss unter alkalischen Umständen stattfinden. Die Frage ist nun aber auch, was ist PVA? PVA ist Polyvinylalkohol, also ein wasserlöslicher thermoplastischer Kunststoff. Durch die Reaktion von PVA und Borat entstehen neue lange Ketten und das bildet letztendlich unseren Slime, den wir uns wünschen. Aha. Du bist ja ganz lustig. Ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass ich hier kurzzeitig fast eingepennt bin, während du mir hier deinen chemischen Kram erklärt hast. Aber von wo zur Hölle soll ich den ganzen Kram herkriegen? All diese Mittel können wir in handelsüblichen Geschäften kaufen. PVA findet man normalerweise im Kleber, aber Vorsicht, nicht in jedem Kleber. Ist der Kleber weiß, könnt ihr euch sicher sein. Vor allem, wenn er durchsichtig trocknet. Nehmt ihr aber einen durchsichtigen, so wie den hier, dann solltet ihr im Internet recherchieren oder bei dem hier, Pelikan-Kleber, kann ich euch sicher sagen, dass da PVA drin ist. PVA findet ihr aber auch beispielsweise in diesen Peel-Off-Gesichtsmasken, die ihr bei DM kriegt. In diesem Fall steht es sogar hinten auf der Verpackung drauf. Fehlt uns noch Borat. Borat finden wir in vielen Augenprodukten, unter anderem auch in dieser Kontaktlinsenlösung. Kauft ihr ein Augenprodukt, solltet ihr darauf achten, dass Gepuffert oder Kochsalzlösung draufsteht. In diesem Fall steht es auch hinten drauf, da hinten steht Gepuffert drauf und genau das kriegt ihr bei DM. Nur noch zum Natriumhydrogencarbonat. Das ist allgemein bekannt unter dem Namen Natron. Kauft ihr es so, habt ihr es pur. Wenn ihr es aber in Backpulver verwenden wollt, dann müsst ihr daran denken, dass ihr mehr Backpulver braucht, denn Backpulver ist letztendlich eine Zusammensetzung verschiedener Stoffe und eins davon ist Natron. Natron ist auch nicht sonderlich teuer und ihr kriegt diese kleinen Packungen eigentlich im DM oder auch im Rewe. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch schauen, wie wir das Ganze zusammenmischen. Okay, ich gebe es zu. Ja, es klingt jetzt ein bisschen vielversprechend, aber trotzdem würde ich jetzt gerne wissen, ob du das hinkriegst und mir das beweisen kannst, dass du das hinkriegst. Wir machen nun die zwei verschiedenen Slime-Arten und zwar einmal mit einer Peel-Off-Maske und einmal mit dem Kleber. Damit wir erkennen, welcher Slime welcher ist, werde ich hier einmal ein bisschen blau und hier einmal ein bisschen pink einmischen. Dafür werde ich jeweils einen Tropfen von Lebensmittelfarbe verwenden. Rein damit. Jetzt fülle ich hier die gleiche Menge an Kleber rein. Jetzt brauchen wir jeweils ein kleines bisschen Natron. Und damit meine ich wirklich nur eine Prise. Jetzt füllen wir nach und nach die Kontaktlinsenlösung auf. Hier ist es wichtig, dass ihr immer umrührt und immer wirklich nur ein paar Tröpfchen reinmacht, gerade bei so einer kleinen Menge. Genau das gleiche machen wir jetzt nochmal hier. Beide Slimes sind jetzt fertig. Und zwar haben wir hier einmal den blauen. Den finde ich ja super cool. Wie ihr seht, es ist ultra schleimig. Komplett schleimig. Wenn ihr findet, dass er euch noch ein bisschen zu viel an den Händen klebt, könnt ihr noch ein bisschen mehr Kontaktlinsenlösung dazu tun. Hier haben wir noch den Slime gemacht aus Kleber. Und ich finde, der klebt auf jeden Fall viel stärker an den Fingern. Aus diesem Grund ist auch ganz cool, aber ich mag den hier eindeutig lieber. Machen wir das Ganze in einen etwas größeren Rahmen, dann passiert Folgendes. Ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe. Jetzt noch ein paar Wasserperlen. Ups. Und jetzt die Kontaktlinsenlösung. Der Slime funktioniert richtig gut, nur leider halten die Wasserperlen nicht drin, wie ihr seht. Gesehen habt,
es funktioniert tatsächlich. Jetzt wisst ihr auch, warum es funktioniert. Und jetzt könnt ihr noch besser, egal welchen Slime herstellen und eure Zutaten selbst so ein bisschen aussuchen, auch wenn ihr immer wieder ein Tutorial dazu seht. Ich sage euch, ihr werdet sehr viel Spaß dazu haben. Wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wo ich euch nutzvolle verschiedene Slimes zeige, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar. Natürlich könnt ihr auch gerne mal bei Instagram oder so vorbeischauen, mir da irgendwie Slimes zuschicken, die ich vielleicht mal nachmachen soll. Und hier verlinke ich euch mein letztes DIY-Video. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dann. Tschüss!